Willkommen beim Technik-Tipp auf Wintergrillt. Heute geht es um sinnvolles Grillzubehör. Müssen Sie natürlich selber entscheiden, ob Sie sowas brauchen oder nicht. Aber es gibt natürlich einige Sachen, die Spaß machen und die auch noch Sinn machen. Wie bei allem, hier haben wir verschiedene Dinge aufgebaut. Beispielsweise hätten wir hier einen zwar etwas teureren, aber trotzdem adäquaten Ersatz für die bekannte Alufolie. Die sogenannte Q-Bag von Peter de Klerk. Das ist ein Garbeutel. Jetzt werden Sie sagen, das kenne ich schon als Bratenschlauch. Nein, das ist ein bisschen anders. Das ist eine Aluminiumfolie, in die Sie beispielsweise Gemüse oder andere Dinge, auch Fisch, Ähnliches einpacken können, dann oben verschließen und dann im Grill langsam garen. Jetzt werden Sie sagen, was ist jetzt daran Besonderes? Das Besondere daran ist, Sie haben ein Fenster. Und auch dieses Fenster ist hitzefest, das heißt, das verbrennt nicht und verschmort auch nicht. Sie können also dem Grillgut oder dem Gargut beim Kochen zuschauen. Das ist, wie gesagt, die Q-Bag. Kein ganz billiger Spaß, aber er ist sehr praktikabel. Und wenn Sie ab und zu etwas im Beutel grillen oder kochen möchten, dann ist das natürlich eine feine Sache. Etwas anderes ist dieser Marinadeneimer. Auch das ist ein nettes Zubehör, wenn Sie gerade bei Spare Ribs oder ähnlichen Dingen auf der Oberfläche mit etwas Marinade oder etwas Basting-Soße das Grillgut abwedeln wollen, dann haben Sie hier Baumwollfasern, einen Eimer, der sich auch herausnehmen und in der Spülmaschine reinigen lässt. Dann kommt hier die Marinade rein und dann bestreichen Sie das Grillgut mit diesem Ding. Sie können das natürlich auch mit einem handelsüblichen Pinsel machen, gar keine Frage, aber das Ding ist natürlich deutlich spektakulärer am Grill. So, was haben wir denn noch? Wir haben hier ein sehr schönes Schneidbrett, was im ersten Moment nach nichts Besonderem aussieht, außer dass es ein schönes Holzbrett ist, aber das Gimmick ist im Detail. Sie haben hier eine Schublade, wo Sie dann zum Beispiel die Abschnitte oder die Dinge, die einfach beim Schneiden abfallen, einfach hier reinziehen können, reinkratzen können und dann haben Sie immer eine saubere Schnittfläche. Ein weiteres wirklich sehr gut funktionierendes Teil sind diese kleinen Kerntemperaturmesser von Steak Champ, eine Innovation, die auch mit dem Fire & Food Innovationspreis ausgezeichnet wurde. Sie müssen sich davor entscheiden, wie Sie Ihr Filetsteak haben möchten. Medium Rare, Medium English, Well Done. Und dann können Sie diese kleinen Steak Champs kaufen. Das ist jetzt zum Beispiel der Steak Champ Medium Rare. Der ist konfiguriert auf die Kerntemperatur, bei der ein Filetsteak genau Medium Rare ist. Man aktiviert das Ganze mit diesem Teil. Dazu wird der Steak Champ hier eingelegt. Durch Induktion wird das Ganze dann aktiviert und dann kann man den Steak Champ so ins Fleisch reinstecken, im rohen Zustand, und das Filet oder den Rinderrücken, was auch immer, so lange grillen, bis dieses Ding anfängt zu blinken. Und dann wissen Sie, jetzt ist die Garstufe erreicht, jetzt ist das Fleisch medium rare. Mit etwas Erfahrung können Sie das natürlich auch mit dem Finger ertasten. Sie haben vielleicht die Filetsteak-Sendung von Wintergrillt gesehen. Da habe ich Ihnen ja ein paar Tricks gezeigt, wie das funktioniert. Aber das ist natürlich die hundertprozentige Methode. Wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, dann machen Sie es auf diese Art und Weise. So, und dann haben wir noch etwas, wo Sie alles, was Sie gerne hängen möchten, im Grill unterbringen können, von der Firma Broil King. Ein Gerät, was sich relativ schnell aufbauen lässt. Dann haben Sie hier eine Tropfschale, in der jetzt beispielsweise das Fett abtropfen kann. Und jetzt können Sie hier in diese Ritzen die Hähnchen Unterkeulen einhängen beispielsweise, man sieht das hier auch schön auf dem Bild, und dann garen die hier im hängenden Zustand. Das Fett tropft unten in die Schale und nicht in den Grill. Ist natürlich ein Zubehörteil, was der Mensch jetzt nicht unbedingt braucht, es geht auch anders, aber ist natürlich eine nette Geschichte und sorgt auch dafür, dass Ihr Grill nicht unnötig verschmutzt. So viel Teil 1 zu unserem Grillzubehör, was man haben kann, was man nicht unbedingt braucht, was aber trotzdem Spaß macht. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und eine gute Zeit. I'm out.